zu einer weiteren Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Leitstelle Mülheim von 1HLF 201, kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Ah. Frage nach weiteren Informationen vom Einsatz. Kommen. Brennender PKW am Straßenrand. Oh je. EOL vor Ort. Wir werden eingewiesen. Kommen. Verstanden. Ende. Ja, Leute, ihr seht, wir sind wieder auf Einsatzfahrt mit einem neuen Skin. Badenhofen. Hoffenhausen. Neuer Skin. Ja. Weil sind wir auch Maschinist. Auf dem ALM oder LM. Hier lang, ne? Leitstelle Mülheim von 1HLF 201, kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Erste Lagemeldung, PKW in Vollbrand, Maßnahmen werden eingeleitet, kommen. Passt. Alles verstanden. So, Geräte auf. Ich denke mal, der Gruppenführer wird, glaube ich, dann auch mit Schnellangriff nehmen. So. Wir nehmen mal den Schnellangriff vor. So, ich bin bei der Bombe. Wassermarsch. Da wird schon abgelöscht. Machen wir eine Pumpe. Was macht der eigentlich? Leitstelle Mülheim von 1HLF 201, kommen. Leitstelle Mülheim, kommen. Weitere Lagemeldung. PA zur Brandbekämpfung vor. Brand unter Kontrolle. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So. Jetzt. Brandbekämpfung, Blutnester suchen. Das macht der Gruppenführer. Wenn ich das schon auf dem Bild sehe, da, der, das da unten, ja, wo ich gerade hinzeige, das sieht nicht gut aus. Ich würde gleich nochmal Power geben. Ja, Wassermarsch. Feuer gelöscht.
Ende ist doch noch. Oh, 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 warte. Ja, dann mal ein Blutmess zu. Schauen, ob der Computer noch was findet. Eis müsste man. Alles schön. Oh, warte. Das fällt mir aber ganz. Das fällt mir aber früh ein. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich war auf dem Weg zum Supermarkt, als es ein wenig nach verbranntem Plastik gerochen hat. Halt hat. Dann kam Rauch aus der Lüftung und ich bin rechts rangefahren, um danach zu, was los ist. Als ich die Motorhaube geöffnet habe, kamen mir schon Flammen entgegen. Oh, sind Sie verletzt? Mir geht's gut, aber mein Auto kann ich wohl vergessen. Alles klar. So, Feuer auf. Nee, warte mal, wir müssen nochmal den Tank füllen. Ich glaube, hier ist ein Hydrant. Ja. Löschwassereingang. Da, wunderschön. Ja. So, Wagen gefüllt, nehme ich mal an. Schnell gefüllt, zusammenpacken. Alles schön runterfahren. Passt. Aufheben. Zumachen. Dann. Ich denke mal, wir müssen das hier wieder ans LF tun. HLF oder LF. In Mülheim ist das ja das LF 24. Aber jetzt ist erstmal fast HLF. An der Stelle sagen wir auch HLF 20. Also, was nun? Entweder ein LF 24 oder ein HLF 20.1. Leitstelle Mülheim von 1HLF 201 kommen. Hier
Abschließende Lagemeldung. Feuer gelöscht. Einsatzstelle an die POL übergeben. Wir rücken ein. Kommen. Verstanden. Ende. So, Ampel. Stell ich gut? Ja. Was ist denn das? Ah. Das müsste vorne sein. Schön. Den Heckwarner, dann Innenbeleuchtung. Schick. So, dann. Ah! Ja. Es war gerade grün, ich habe es doch gesehen. Nee, 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 hier wird nicht geschmutzt. Hier wird nicht, ne? Leute, ich bin gerade einfach zugefahren. Die anderen werden hier nicht grün. Was ist denn das hier nochmal? Ah, jetzt. Liebe hier die Fahrzeuge. So, jetzt stehen wir hier wieder an der Ampel. Perfekt. Ist hinten das Licht eigentlich aus? Ja, hier ist es auch aus. So Leute, fahren wir hinten rum oder vorne? Ich würde sagen, hinten ist einfacher. Sind wir gleich wieder Start auf 2. Mal stecken. So Leute, jetzt zeige ich euch nochmal die Fahrzeuge und den Skin. Sorry. Also ihr seht hier die Feuerwehr. Feuerwehrbad Oeynhausen. Keine Ahnung. Wunderschöner Skin, müsste ich wirklich mal sagen. Lettner Aufbau, das ignorieren wir mal. Dann hier die Drehleiter, auch wunderschön. Auch noch hinten, so wie die
Verklebung. Und hier das TLF. Keine Ahnung, was das hier für Zeichen ist. Ihr könnt ja dann mal entschlüsseln, was das hier sein soll. Sieht auch so ein wenig, sieht ein bisschen aus wie Volvo oder so Scania. Scania ist es nicht. Dann hier noch der. Perfekt. Achtung, Hilfeleistung VU3, Einsatz für LF24, RTW 1, NEF 1, ELW 1, Waldstraße. Das ist doch cool, ach. Einfach mal bei Vorstellung geht der Melder. Alles hinten drin. Ich glaube schon, ja. Nicht, dass wir hier einen vergessen. Na, kommt der? Person. Oh je. Dann, wir machen mal
Update, Verkehrsunfall, Geräteablage hier vorne. Okay. Warte mal. Habe ich gesetzt? Oder muss ich mal probieren? Geräteablage hier vorne hin. Können wir dann vielleicht noch den Brandschutz herstellen. Aber erstmal machen wir mal hier den Bereich. So. Eine Werkzeuglichkeit. Fliegen. Tun wir mal das hier hin. Die Decke. Gut, haben wir jetzt alles? Gut, dann werden wir mal den Brandschutz sicherstellen. Mit. Was nehmen wir? Schnellangriff. Der geht mal hier hin. Ja. Und Fahrzeug sichern. Was? Leitstelle Mülheim von 1 EEC1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Weitere Lagemeldung. Person klemmt. Befreiung wird vorbereitet. Ausgelaufene Betriebsstoffe sind abgebunden. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Okay, wir sind Betriebsstoffe ab. Noch wegmachen. Ich erstmal wieder ablegen. So, dann. Fahrzeug ist gesichert. Alles gut. Dann. Betriebsstoffe machen wir dann. Das Wichtige ist erstmal die Person zu retten. Der RTW kann mal abschätzen. Leute, es ist immer wichtig, wenn Verkehrsunfall ist, immer noch einen Schnellangriff noch oder den Brandschutz sicherstellen, falls ein Entstehungsbrand passiert, dass die Leute direkt löschen können. Das ist immer wichtig. Bei Verkehrsunfällen. Und es ist auch immer wichtig, auch die Batterie abzuklemmen. Sonst kann auch noch was anderes Schlimmes passieren. So, dann hier hin. Ablegen sollte ich, ne? Leitstelle Mülheim von 1 EEG1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Gut. Weitere Lagemeldung. Person aus Fahrzeug befreit. Person wird von RTW versorgt. Kommen. Lagemeldung.
Person in verwirrtem Zustand. Aus dem Krankenhaus wird eingeleitet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So, müssen wir nochmal irgendetwas tun. Technische Hilfeleistung. Nee. Aber wir können ja nochmal die Person da befragen. Verdammt, warum muss mir das ausgerechnet heute passieren? Beruhigen Sie sich? Sind Sie verletzt? Haben Sie Schmerzen? Nein, ich danke. Ich denke, mir geht's gut. So, wie ist es hier? Moin. Also, sprich mit einem Kollegen, er weiß mehr über den Einsatz. Ja, okay. Wir können wieder zusammenpacken. Gut. So, dann. Weil Bilder her. Oh ne, Leute, warte mal. Beim nächsten Mal sind wir mal Angriffstrupp. Einer der auch coolsten, coolsten Trupps, ne? Aber jetzt machen wir nochmal Maschinenmöse. Leitstelle Mülheim von 1EW1. Kommen. Leitstelle Mülheim, kommen. Abschließende Lagemeldung. PKW gesichert, eingeklemmte Person befreit und an RTW übergeben. Betriebsstoffe abgebunden. Einsatzstelle an PON übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Ja, jetzt nicht. Verstanden. Ende. Leitstelle Mülheim 1, RTW 1, kommen. Warte, warte. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Abschließende Lagemeldung. Person an Krankenhaus übergeben. Rücken nun ein, kommen. Das ist verstanden. Ende. So, Leute, ich beende jetzt das Video, schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ich würde mich für einen Kommentar freuen, das Abo da und ja, gebt einen Daumen hoch. Also dann, Leute. Tschüss.